Jo, hi und willkommen, mein Name ist Daniel Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Letzte Folge haben wir von Captain Falcon auf die Fresse bekommen. Hat mich ein bisschen aufregt. Deswegen sage ich jetzt mal, mach mal klassisch. Um eine Revanche zu bekommen. Ja, bringen wir Kirby hinter uns. Den kann ich nicht besonders spielen, also. Sind noch so viele Charaktere, die wir im klassischen Modus spielen müssen und wir tun jedes Mal neue Charaktere freischalten, also. Oh. Dreck. Das wird nicht weniger. Aber irgendwann muss es ja gemacht werden. Was? Okay, warum war auf einmal so viel Essen? Boom. Ich will die Regentropfen essen. Oh, super scharfes Curry. Wenn ich dich so absorbiere, dann kriegst du keinen Schaden, ne? Wie ist überhaupt sein Dingen jetzt sein? Boah. Boah, Junge. Boah, das gibt's halt nicht. Verpiss dich. Der lebt immer noch. Boah, jetzt frisst er sich schon wieder. Boah, der Kampf kann noch ewig weitergehen. Boah, kannst du mal verrecken, ey. Immer schon, wie gut ich mit Kirby, wenn ich hier nicht mal rauskriege. Ey Junge, kannst du mal verrecken? Das gibt's jetzt einfach nicht. Aber das ist ein Scrolling-Level. Das ist eigentlich nicht so schwer, den Gegner hier rauszuholen. Ey. Mein Gott, ey. Aber dämlich. 2. Boah. Ja, da hat irgendwann mit Zeit zu tun. Der Gipfel des Gourmet. Boom, tschüss. Mein Gott. Ich mag Kirby irgendwie nicht. Ihr strunzdumme Gesichtsausdruck jedes Mal, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich Kirby nicht. Dass er irgendwie so voll überpowered ist, von dem, was ich so sehe. Also, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also Lieblingscharakter von, ich glaube, Sakurai, der Macher von diesem Spiel, also was soll ich dazu sagen, ne? Ich habe so das Gefühl, es wird viel Essen hier gespawnt. Oh. Okay. Ah, 6.6 Mario. Da könnte er noch kommen. Wir fristen noch gerne. Ich glaube, wenn man so irgendwie essen ist, dann kriegt man, glaube ich, mehr AP, ne? Lass noch mal. Sehr gut. Lass mal irgendwie so eine Mission irgendwie im vierten Teil, muss man halt so schaffen, glaube ich. Muss man sich irgendwie auf 0 HP wieder unteressen. Oder 0%. Die einzige Möglichkeit zu schaffen ist, indem man Essen so isst. Nein. Meins. Nein.
Ja, genau. Ja, was ist jetzt los, hä? Alter. Oh, eine super Tomate. Wieso nicht Mega Tomate? Da ist ein M drauf. Mario Master Tomate. Wird ja schon wieder sein. Mein Gott. Boah. Hier, dieser Typ, ne? Ich krieg den nicht down. Tschüss. Oh Gott. Ja, das ist ein schlechter Run. Ich werde auch so oft frecken, wenn er gegen den Boss. Nein. Denkst du, ich kann dich nicht essen? Komm her. Oh Gott. Ich wollte ihn essen, während ich klein war. Komm. Ich weiß nicht, wo ich das Lied kenne, aber ich weiß, dass es Gourmet Race heißt, weil irgendwie passend ist. Kirby ist irgendwie zu leicht, das gefällt mir nicht. Oh, Maxi Tomate. Schon wieder. Warum noch mal hier? Pass auf. Hammer Time. Oh, Maxi Tomate. Ey, das ist voll gecheatet hier. Ich tue die ganze Zeit mich voll fressen wieder. Ja, komm her. Boom, tschüss. Ich krieg hier voll die hohe Punktzahl, überraschenderweise. Ich bin nur einmal verreckt, oder? Bin ich einmal verreckt? Nee. Ich habe verdammt lange gebraucht. Gott, ist das Ding schnell. Na. Ist immer noch nicht, wo man da kommen soll. Steh ja nicht. Stehe nicht, wie man da genau hinkommen soll. Mein Gott, schaffe ich sogar drei Charaktere? Ach, das ist ja passend. Nee. Zwei Charaktere, ne? Ich bin ein böser Kirby-Gegner. Blablabla. Oh. Oh. Hat er keinen Schwachpunkt irgendwie, dass der gestunt werden kann oder so? Kann ich den seine Flügel abhauen oder irgendwie sowas? Sieht irgendwie so aus, als könnte man die abhauen. Müssen wir auch noch merken, dass ich weiß, wo die Dinger sind. Aua.
Und das war's. Oh Gott. Wie schaffe ich den nie zu treffen in den letzten Phasen? Oder bete ich mir nur ein? Schaffe ich jetzt mit Kirby? Ersten Versuch. Oh, ne, ne, auf jeden Fall nicht. Oh, Dreck. Ein Fehler. Boah, bleib hier. Oh, ich bin immer noch am Leben. Wie bin ich immer noch am Leben? Boah, Junge. Ja, das war's. Immer noch nicht. Komm, mein Gott. Ersten Versuch. Mit Kirby. Also von allen Charakteren und jetzt irgendwie auf 8, irgendwas. Was war das denn? Und den Rekordzeit auch noch. Was ist hier eigentlich los? Ist Kirby irgendwie mein Secret Main oder was? Gut gemacht. Oh. Ach, 8,7, das ist nicht schlecht. Das ist mein Rekord bisher. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, und jetzt kommt gleich Captain Falcon. Den muss ich mit Kirby busy. Hey. Da wird ein Spaß. Okay. Vielleicht kriege ich irgendwie einen Meilenstein oder so, weil ich irgendwie 8, irgendwas bekommen habe. Um 9 zu erreichen, da muss ich ja irgendwie jeden Kampf irgendwie ein Sekundentempo irgendwie erschaffen. Perfekt. Aber wenn man immer irgendwie... Da ist eigentlich einfacher, weil man hat ja immer irgendwie gegebene Gegner. Ne? Jeder Charakter hat ja irgendwie seinen eigenen Pfad und so. Erst man kann sich mehr oder weniger ein bisschen darauf einstellen. Früher war es ja immer random, also ich werde ja immer gegen genau diese Gegner hier kämpfen, ne? Also ein bisschen Übung können dann vielleicht sogar klappen auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Weiß ich nicht. Dann gibt es dann noch die Tickets, die kann man einsetzen, um nicht seine Punkte zu verlieren. Das ist auch was. Ja, also da ist sehr viel einfacher machbar als in anderen Smash Bros. Habe ich so gefühlt. Ja. Habe ich genau vergessen, was ich eigentlich letztes Mal einstellen wollte, und zwar die Musik hochdrehen, wenn man die ein bisschen besser hört. Ich habe so ein Gefühl, in der ganzen Action mit meiner Stimme drüber hört man das nicht so gut. Die ganzen Lieder, die im Hintergrund spielen, das muss ich ändern. Ich war 1,7 Millionen. Sieht fast so aus, ne? Square Enix. Hab ich gerade gelesen, ja. Ein bisschen weniger als sonst, aber trotzdem 1,7. Oh, Glückwunsch. Captain Falcon, komm. Kirby, das Kämpferbild. Callista, ach, die ist aus The Last Story. Das ist ein Rollenspiel. Habe ich nie durchgespielt. Soll aber angeblich sehr kurz sein. Jetzt kriege ich natürlich nicht Captain Falcon. Jetzt kriege ich Colin. Ah. Der ist furchtbar in Conquest. Sein Charakter, der guckt zu, wie andere unschuldige Leute abgeschlachtet werden.
und sagt nichts dagegen. Ist schlecht geschrieben. Muss sterben. Ich habe den wortwörtlich mit einem Schlag aus dem Bildschirm gefegt. Und dann ist auch ein Meilenstein wert, oder? Alte 5 Heilungs-Items. Schießt den klassischen Modus erfolgreich ab. Ah, okay. Ja, ich krieg nichts für 8, irgendwas, ne? Gewinne die Revanche, um die Kämpfe freizuschalten. Hallo. Also ich kann jetzt einfach locker Dings beispiel, ne? Sag mal. Ich scheine neue Kämpfer, kannst du sie freischalten? Ich freue mich, mysteriöse Kämpfer zu einem Kampf aus. Bis ich sie schießt sich Kämpfer ab, falls ich einmal hinein kann und dann kann man nicht verlangen. Hier hast du die Chance auf eine Revanche. Komm her. Ich spiele mal als nächstes. Ich muss mit Kirby spielen, ne? Oh, sehr gut. Wen gewinne ich denn? Mein Gott, mach einfach Link. So. Wird schon klappen. Boah. Ah. Na, no, das gibt's doch nicht. Ich verliere schon wieder, er gibt mir schon wieder auf die Fresse, habe ich so ein Gefühl. Aber diesmal nicht. Der mir echt solche Schwierigkeiten macht, ne? Bams. Mal bis er sich. Captain Falcon kämpft nun mit. Gut. Na, lass mich mal gucken. Kann ich irgendwas kaufen? Habe ich irgendwie Geld? Nö. Hallo. Mega Lucario. Boss Battle Song. Warum nicht? Schon mal lieber Musik erstmal. Noch der Schwarze Ritter. Schwarze Ritter von Fire Emblem Radiant, Part of Radiance und Radiant Dawn. Ist mehr oder weniger der Darth Vader des Fire Emblem Universums. Jetzt glaube ich auch als Helfer-Trophäe hier, ne? Freut mich schon. Na, ich wollte kurz Option und den Ton ein bisschen hochstellen. Musik. Das ist ein Test erstmal. Noch weitere Modi, klassisch. Natürlich Captain Falcon. Natürlich dem Mr. Pink Falcon. Röser Vollkontakt. Also, ich tue mich sehr viel schlechter anstellen als mit Kirby. Pass auf, ey. Hi. Kannst du es wagen? Hat es mal geklappt. Wäre schon beinahe so weit gewesen, ey. Eine Bombe geschlagen. War eine perfekte Gelegenheit. Sehr gut. Gönnendorf. Oh Gott, ich kriege ja sehr große Rückblenden. Mit jemand anderen, mit dem ich das Spiel
hier noch wieder gespielt habe. Boah. Sehr gut. Rio. Oh, einfach Trophäe. Ah, der, den kennen wir doch, glaube ich. Mein Gott. Ich habe ein bisschen mehr Glück als Verstand hier. Nein, das liegt daran, weil Captain mein Main ist. Eindeutig. Roy, Feuer gegen Feuer. Das ist auf Fire Emblem 7 Kampfthema. Du kommst aus Fire Emblem 6. Was machst du hier eigentlich? Ich hätte viel lieber Lin als Hauptcharakter. Diesen Spiel. Die ist heiß. Ja. Boom. Ich tue mich überraschend gut anstellen. Boom. Pokéball. Von irgendein Feuer-Pokémon. Nein, und dann passiert mir so ein Scheiß. Ey. Ah, war ja so klar, ey. Du frisst halt Dreck. Ja, war ja klar, dass ich durch irgend so einen Dreck hier wieder fein. Ich habe eigentlich nach oben gedrückt, aber was soll's. Aber ich habe gerade Devoted gelesen. Das Ike's Kampfthema. Radiant Dawn. Wenn man von den ganz schwachen Einheiten zu Ike Söldnern wechselt, die alles platt walzen. Mein Gott, ey. Das Universum bildet sich nach jedem Falken Punch. Metallischer Falken Punch. 8.1, ey. Little Mac. Hey. Nein, da. Warte, das bedeutet Krieg. Willst du da oben kämpfen? Okay. Willst du hier unten kämpfen? Okay. Boah, ich habe dir noch kein einziges Mal getroffen. Alter, kann ich mal was machen? Ist hier oben Banana Gun. Boom. Ja, komm hier hin. Keiner war hoch. Stieg die Gegner schnell K.O. Ultra schnell F-Zero Pilot. Oh, irgendwie. Das Ding. Gibt's ja auch noch. Wir wollen die gar nicht die Smash-Dinger hier haben. Nein. Boah, ich habe es irgendwie noch nicht so mit dem Zielen aus, habe ich so ein Gefühl. Er haut mich jetzt K.O. mit seinem K.O.-Treffer. Sauf. Nein, ich hab gerollt. Ey. Oh nein, ich habe keine Dings mehr. Oh, ich habe kein Gold mehr. Oh, muss ich Tickets benutzen? Dreck. Das ist. Das ist jetzt nicht so toll. Da war nur ein Schlag wieder entfernt. Dreck ist. Ich habe kein Gold mehr. Wie ist denn das schon wieder passiert?
Ja. Ja, zu viel. Das Knie. Das Knie. Na. Ah. Dann leck mich doch. Ja, kann man gar nicht kaputt machen. Ah. Na gut, wer kommt jetzt als Gegner? Ich muss auf jeden Fall meine Tickets benutzen. Geht nicht anders. Ich darf nichts mehr kaufen. Ich brauche Gold, um mir fortsetzen zu können. Bowser, Giga Bowser. Okay. Geht noch. Das könnte sehr viel schlimmer werden. Neu. Ja, ich habe auch Feuer. Oh. Ich krieg meine AP wieder zurück, ne? Wenn ich verliere. Diesen Kampf meine ich. Mehr. Der kommt sogar echt. So, ich weiß nicht mehr, wie stark Giga Bowser war, aber wenn ich meine AP behalte, dann kriege ich Probleme. Ja, Dreck. Alter! Lass mich diese Tomate einsammeln. Der erreicht mich sogar von ihr, ey. Ich glaube, Captain Falcons Angriffe sind ein bisschen stark, oder? Nee, ich krieg auf jeden Fall einmal auf die Fresse noch. Gott. Ja. Ja, muss mit Ticket halten, ne? Und mitten in den Sack rein. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, die meisten Punkte mit Captain Falcon, ne? Bei nächsten Rang oder was auch immer. 9.1. 9.1 mit Captain Falcon. Ich habe 3 Tickets benutzt, aber oder 2, aber ich habe es auf 9.1 geschafft. Oh ja. Wie heißt das Lied nochmal? Ist das nicht Dingens Blue irgendwas? Nee. Doch, weiß ich nicht. Big Blue. Ne, Mute City ist das Lied, was ich im Kopf hatte. Das ist es aber nicht. Es ist ich glaube, Captain Falcons Angriffe sind irgendwie voll übermenschlich stark, ey. Erstmal, als ich das Knie eingesetzt habe gegen Bowser, hat den schon, weil nicht, ein Fünftel oder so seine AP abgezogen. Haben sie ihn irgendwie stärker gemacht hier oder was? Kommen wir schon fast zuvor, nämlich. Bin ich gut. Mit dem habe ich die höchste Punktzahl im Moment. Das ist mir wichtig. Vielleicht bin ich auch einfach jetzt nur Übung. Ich spiele jetzt hier schon 3-4 Stunden das Spiel, also. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen in Übung und im Rausch drin. Ich bin in der Zone. Mein Gott, ich brauche Geld. Ich brauche Geld in diesem Spiel. Sollte ich wohl aufhören, irgendwie Sachen im Shop zu kaufen dann, ne?
ist meistens sowieso nur so winzige Sachen, jetzt nicht so wichtig sind. Aber trotzdem muss man ja auch alle immer freischalten, ne? Ist wahrscheinlich wieder ein Meilenstein, irgendwie alle Kopfbedeckungen und so zu kriegen und was weiß ich. Also ja, so Tickets brauche ich. Ich brauche so Tickets, ey. Nicht der, die kann man manchmal im Abenteuermodus kaufen, glaube ich. Irgendwo muss es doch so eine Quelle geben, wo man die herkriegt. Ich will aber mindestens einen Meilenstein sehen, wenn ich irgendwie auf 9 Punkt so was hier geschafft habe. Wenigstens etwas. Oh, ja, genau, bin ich genau dieser Captain Falcon. Perfekt, Perfektion. Chunky Kong. So, Geld 1323, damit ich mir jetzt ein bisschen zusammensparen. Hallöchen. Siru Sud Samus. Ich habe mal auf 9 alles geschafft. Glaubst du, dich kriege ich nicht down? In seinen Vorwartangriff. Er tut nicht mehr mit so mit seinen Ellbogen so vorwärts angreifen. Da gibt es irgendwie so eine Bruce Lee Faust. Nicht gut. Ich habe absolut nichts freigeschaltet. Will mich auf den Arm nehmen. Ah, lass mich einfach mal gucken, was ich nicht kaufen kann. Ja, immer noch die gleichen Sachen. So, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Jetzt vorher machen wir weiter mit Abenteuer. Und ja, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.